Einen wunderschönen guten Tag, liebe und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hogwarts Legacy. Wir sind hier in diesem komischen Ort und müssen jetzt mit einem Bild reden gehen, weil er wird uns wahrscheinlich noch oft begleiten hier. Weil der Typ da kann auch, Percival Rackham, so. Er kann auch die alte Magie. Es? Hat endlich jemand unsere Kartenkammer entdeckt? Ich kenne sie aus dem Denkarium. Sie sind Professor Rackham. Der bin ich. Ich bin offen gesagt überrascht, eine so junge Person vor mir stehen zu sehen. Ich bin genauso alt wie Sie und Isadora Morgannock, als Sie in Hogwarts anfingen. Gut aufgepasst. Und ich nehme an, dass Sie unsere Fähigkeit teilen? Dass ich Spuren alter Magie sehen kann? Ja, Sir, das stimmt. Wie Sie vermutlich schon wissen, gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung zu Magie aller Art. Wir haben Zugang zu seltenen Formen der Magie. Möglichkeiten werden sich auftun, um dieses Talent zu stärken. Diese sollten Sie nutzen. Werde ich, Professor. Danke. Dann haben wir viel zu bereden. Doch zuerst, eine Karte aus einem bestimmten Buch führte Sie her. Legen Sie es auf das Podest. Ich habe das Buch nicht bei mir, Sir. Das ist ungünstig. Ich fürchte, wir können unser Gespräch erst fortsetzen, wenn Sie das Buch dabei haben. Ja, dann bringe ich das halt. Na gut. Ich werde das Buch sofort holen. Gut, wir sprechen uns wieder, wenn das Buch an seinem Platz ist. Deine Verbindung zur alten Magie hat Talente freigeschaltet. Du erhältst jedes Mal einen Talentpunkt, wenn du deinen Zaubergrad erhöhst. Du hast neue Talentpunkte, die du im Talentmenü in deinem Handbuch ausgeben kannst. Ich denke mal 15. Ne, 11 nur. Ab Stufe 5 hast du Talentpunkte verdient. Also, du kannst diese Talentpunkte nach Belieben ausgeben, um deine Zaubersprüche zu verbessern, deine Kampfkraft zu steigern, deine Tarnung zu erhöhen und mehr. Wähle weise. Talentpunkte können nur einmal ausgegeben werden, weshalb die Anzahl an erhaltenen Talenten begrenzt ist. Kehre regelmäßig hier zurück, um zu sehen, welche neuen und mächtigen Talente erwarten. Ein Gryffindor unter Gräbern. Finde die Kartenkammer als Gryffindor. Okay. Dunkle Künste verbessern. Geht erst mit... Ah ne, hier. Entwaffnungsfluch. Okay. Stockfluch. Was hatten wir hier? Avada Kedavra mit Level 22. Okay. Fluchzapör. Das ist wahrscheinlich Crucio, genau. Imperio. Aha. Undown. Ja, nee. Gehen wir mal zu den Zaubersprüchen hier. Incendio-Beherrschung. Der Einsatz von Incendio entfesselt einen Ring aus Feuer um dich herum. Gegner in der Nähe eines mit Accio beschworenen Ziels werden ebenfalls zu dir gezogen. Okay. Gegner in der Nähe eines mit Levioso levitierten Ziels werden ebenfalls levitiert. Ah. Kostet es... Warte mal, erwerben? Das kostet jeweils nur eins, okay. Muss die Findo wirken können, um dieses Talent freizuschalten. Ja, also die drei können wir direkt ausgeben. Sehr gut. Haupttalente gibt es auch noch. Alte Magiewurf-Expertise. Der alte Magiewurf fängt und wirft die Waffen von entwaffneten Gegnern. Ui. Ein neues Zauberset wird hinzugefügt. Oh. Okay. Der Mega-Power-Trank hat eine bessere Heilwirkung. Finde ich auch gut. Ein neues Zauberset wird hinzugefügt. Noch eins. Okay. Warte mal. Halte Ausweichen gedrückt, um plötzlich zu verschwinden und in der Nähe wieder aufzutauchen. Wait a minute. Okay, das ist auch geil. Protego-Absorption. Erfolgreiche Protego-Zauber erhöhen die alte Magieanzeige. Perfekte Protego-Zauber sogar noch mehr. Ist gekauft. Basis-Zaubertreffer reduzieren die Abklingzeit von Zaubersprüchen. Sensationell. Das ist erst ab Stufe 16. Okay. Raum der Wünsche. Habe ich zwar noch gar nicht freigeschaltet, aber... Der Edorus-Trank macht dich unverwundbar und reflektiert Projektile auf Gegner zurück. Für jeden geworfenen chinesischen Kaukohl wird ein zweiter Kaukohl kostenlos erzeugt und freigegeben. Das ist doch cool. Und beim Schleichen?
Gegner können dich schlechter entdecken. Du kannst sprinten, während du Desillusionierung einsetzt. Das Schleichen brauche ich halt nicht zwingend, ne? Hier kann ich nicht mehr machen. Ich glaube, was bei den dunklen Künsten. Expelliarmus hat auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner erleiden erhöhten Schaden. Schockfluch. Stupor hat auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Oder Blutfluch. Wenn einem verfluchten Ziel Schaden zugefügt wird, erhalten alle verfluchten Ziele Schaden. Machen wir das mit Expelliarmus. Und Stupor. Jetzt habe ich halt auch noch dunkle Künste gelernt. Aber okay, das mag ich. Bisschen badass muss auch immer sein. Verlasse die Kartenkammer. Aber wie komme ich denn hierher zurück? Gib 5 Talentpunkte aus, okay? Habe ich. Ja, 11. Ja, wo sind wir jetzt? Ich habe die Seiten und die Kartenkammer gefunden. Was soll ich mit dem Buch? Ja, weiß ich doch nicht. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vorkommt. Warte mal. Wo bin ich? Hogwarts? Nicht mehr im verbotenen Wald? Kann nicht sein. Das noch. Ja, aber das ist so eine Truhe, die ich nicht öffnen kann. Okay. Beziehungsweise noch nicht, denke ich mal. Verlasse die Kartenkammer. Ja, aber. Wo bin ich denn? Ich bin wieder in Hogwarts? Ja, eben. Weil Professor Fig wohl zurückkommt. Ich habe ihm versprochen, dass ich meine Studien nicht vernachlässige. Ich habe wohl genug, um mich abzulenken, bis er mit dem Buch zurückkommt. Eine Keramikmaske. Jesus, zeig mal her. Das hat 25 Verteidigung, 30. Ha, okay. Ich finde es schade, dass man das nicht ausschalten kann, dass das nicht angezeigt wird. Besser gesagt, dass man es aktivieren kann, sprich ausrüsten. Aber es wird nicht angezeigt. Ich meine, das sieht doch einfach kacke aus. Aber es hat halt bessere Stats. Also muss ich es machen. So, 5. Hauptauftrag habe ich abgeschlossen. Revelio. Aber wo bin ich denn jetzt überhaupt in Hogwarts? Das ist ein dedalischer Schlüssel. Ey! Warte mal. Sie müssen Depulso lernen, den Verscheuchezauber. Damit können Sie Objekte oder Gegner wegstoßen. Erledigen Sie die erforderlichen Aufgaben und suchen Sie mich in meinem Klassenzimmer auf. Mach ich doch, Professor. Aber erstmal will ich hier die Marke mitnehmen. Na komm, kleiner Schlüssel. Ja. Perfekt. Eine weitere Gryffindor-Marke. Was haben wir hier? Kann ich nicht durch. Okay. Bin ich denn? Weiß es nicht. Revelio. Sogar noch eine Handbuchseite in der Nähe. Kann ich nicht rein. Da auch nicht. Oh, hier ist eine Handbuchseite. Statue des schlafenden Drachen. Das Motto von Hogwarts... Draco dormiens nunquam titillandus bedeutet, kitze niemals einen schlafenden Drachen. Zum Glück ist dieser schlafende Drache aus Stein und wird nie erwachen. Er kann gefahrlos gekitzelt werden. Ja, erstmal den dedalischen Schlüssel verfolgen. Ich muss hoch. Weiß immer noch nicht, wo ich bin. Ah. Warte mal. Ja. Aschenurne. Diese besondere Urne soll Gerüchten zufolge einst folgende Inschrift getragen haben. Pionier im Drachenzähmen. Hätte nicht mit dem ungarischen Hornschwanz anfangen sollen. Ja, das weiß man ja vom Film, dass der ungarische Hornschwanz eher einer der ungemütlicheren Sorte ist. Von daher sollte man wirklich nicht mit dem beginnen. Das war doch, glaube ich, auch der, gegen den Harry kämpfen musste. Na? Das ist ja der gefährlichste von allen. Wie dem auch sei, wo bin ich? Mach mal die Karte auf. Ich bin irgendwie
unter Hogwarts im Moment noch. Okay. Kann ich hier durch? Kann ich? Revelio. Schön ruhig hier. Alle am Schlafen. Wo ist diese Handbuchseite? Hier? Ah. Kobold-Artefakt. Keiner wie dieses wurden von Kobolden während des Koboldaufstands von 1612 verwendet, um Truppen zu sammeln und den Hexen und Zauberern mächtig auf die Nerven zu gehen. Dieses Horn wurde nach dem Ende der Rebellion hinter dem Wirtshaus Eberkopf gefunden, vollgestopft mit Gorgonzola-Stücken. Vermutlich, um es zu dämpfen. Aha. Revelio. Ist noch was in der Nähe? Weil hier unten? Hier drin, aber ich kann hier nicht rein. Aber hier ist eine Truhe. Mega Powertrank, sehr gut. Sag mal her hier. Was habe ich abgeschlossen? Aufträge. Unterrichtsstunde fliegen. Ah! Begib dich zur Flugstunde oder Depulso lernen. Ich will Depulso lernen. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Beschaffe die Zaubertränke Maxima und Edorosen, teste sie zeitgleich. Ah, ne, dann machen wir die Unterrichtsstunde im Fliegen zuerst. Sammlung, was habe ich da Neues? Ah ja, ne, ja natürlich, die Handbuchseiten. Die zwei, ne, drei habe ich gefunden. Sonst nichts, okay. Oh, guck mal, ich bin schon bald Level 16. Mach mal noch die Karte auf. Ich will mal... Was ist das da? Geheime Räume. Ah! Das ist, die Karte... Ah, ich kann da jetzt hin teleportieren. Okay. Das ist beruhigend. Gibt's neue Nebenquests? Nein. Was ist das? Passage der... Ah, das ist, der Geheimgang. Ja, ja, ja. Ist auch nichts Neues. Im Bibliotheksanbau auch nicht. Dem Südflügel auch nicht. Lass ich mal die Karte von Hogsmeade. Ah, da wird es eine Quest geben. Folge den Schmetterlingen. Riech mit Clementine Willard sie. Was ist das? Windwitches Sportbedarf. Und sonst hat es hier... Ich kann ja nicht wegzoomen. Gut, es ist ja auch nur Hogsmeade. Auf der Weltkarte gibt's nichts für mich, ne? Da ist auch ein Dorf. Pit Uppenford. Jackdaws Grab. Dungeon sozusagen. Guck mal, wie viel sie zum Erkunden gibt. Das ist riesig. Holy shit. Boah, wir werden so viel Spaß haben mit dem Spiel. Oder ich zumindest. Also ich sowieso. Na, dann können wir direkt hier rausgehen. Da nach... Guck mal, die Besen sind schon bereit. Aber wir müssen schlafen, bis der Unterricht beginnt. Ja. Schlafen wir unter freiem Himmel. Da auch mal was Schönes. Ja. Okay. Alle nehmen sich einen Besen. Und dann fangen wir an. Madame Kogawa. Mr. Clopton, passen Sie bitte auf. Verzeihung, Madame Kogawa. Bitte? Begrüßen Sie alle nun den Neuzugang in unserem Flugunterricht. Willkommen. Hallo. Hallo. Ziel ist es heute, Sie alle daran zu erinnern, wie Sie sicher mit dem Besen manövrieren. Denn in erster Linie ist der Besenflug ein Transportmittel. Ich fürchte allerdings, einige haben das vergessen. Sturzflüge, Rollen und Loopings werden in diesem Kurs nicht gelehrt und auch nicht toleriert. Das überlassen wir professionellen Quidditch-Spielern, wie den Toyohashi Tengu. Kein Fan, nehme ich an. Nun, dann wollen wir mal sehen, wie gut Sie alle in den Sommerferien geübt haben. Nur zu Ihrer Erinnerung. Treten Sie an den Besen heran, sagen Sie hoch, laut und deutlich, legen Sie Ihr Bein über ihn und lassen Sie Ihr Gewicht auf dem Sitz ruhen. Hoch! Danke. Los! Ja, Sie. Danke. Hoch, hoch! Hoch, du dämlicher Schulbesen! Ja, sag was! Hoch! Hoch! Naturtalent.
Das eine Bein links und das andere rechts. Ich will hier keinen Damensitz sehen. Da weht es sie direkt vom Besen. Jetzt geht's aber so richtig los. Und sobald Sie beim Fliegen meine Pfeife hören, landen Sie auf der Stelle. Da weiß ich nicht, ob ich das machen werde. Gut. Beweg dich gut. Mit. Als erste Lektion fliegen Sie durch alle Ringe im Innenhof. Aber Vorsicht! Die Besen sind Schuleigentum. Ich glaube, langsam habe ich möchte sie in einem Stück zurückhaben. Ja, du kriegst sie schon zurück. Guter Halt. Guck mal, ich bin ein Naturtalent. Gut gemacht. Da Sie sich nun an Ihren Besen gewöhnt haben, sehen wir mal, wie Sie eine eher fortgeschrittene Übung meistern. Let's go. I'm ready. Was soll ich machen? Der nächste Satz Ringe führt Sie über das schneller werden und fordert Sie etwas mehr. Diese Aussicht. Es ist wunderschön. Hallo, schöner Tag zum Fliegen. Tatsächlich ist es ein sehr schöner Tag zum Fliegen. Ach, gut. Aber ich würde gerne noch schneller. Geht sich noch schneller? Ah, das alte Bootshaus. Ich wünschte, du hättest die Überquerung des Sees der Erstklässler erlebt. Wieso ist einer reingekracht? Oder was war los? Ja, ich glaube, schneller geht's nicht, ne? Aber das ist okay. Es macht Spaß. Wow, unser aquatischer Nachbar lässt sich auch ab und zu mal blicken. Ja, ich hoffe mal, der macht das nicht, während ich über ihm bin. Oder während ich am Schwimmen bin. Das wäre nicht so... Wäre nicht so cool. Mal so einen kleinen Rundgang übers Schulgelände gemacht. Auch schön, guck mal, noch ein schöner Wasserfall. Hey, komm, bleib beschleunigt. Das war's. Cool. Wie did it? Ich hab gesehen, wie du durch diese Ringe geflogen bist. Offenbar hältst du dich auf dem staubigen Schulbesen ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass du bereit für größere Herausforderungen bist. Aber ich bin zu voreilig. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Everett Clopton. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein Gryffindor wie du an einem Flugabenteuer interessiert wäre? Ja, klingt gut. Dem kann ich nicht widersprechen. Was schwebt dir vor? Einen kleinen Umweg sozusagen. Folge mir. Die Führung beginnt in Kürze. Bitte mir nach. Gerade fliegen wir direkt über den Verwandlungshof. Wie immer malerisch. Verwandlungshof, okay. Folge Everett Clopton. Hoffentlich trinkt der Schulleiter seinen Tee heute nicht am Fenster. Wäre förderlich, ja? Weil ich hab keine Lust auf Ärger. Toll über den Dingen zu schweben, oder? Es ist sensationell. Solange man nirgends reinkracht. Da Gärten. Die Fenster des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums sind gerade so zu sehen. Ich bräuchte ja mehr Platz. Wie kann man so schnell fliegen? Ein nützlicher Trick. Lehne dich für einen Temposchub nach vorne. So entkommst du schnell aus brenzligen Situationen. Drücke L2 für einen Geschwindigkeitsschub im Vorwärtsflug. Das gefällt mir schon viel besser. Bist du zufällig ein halber Hippogreif? Nee, ich bin einfach ein Naturtalent. Ist die berühmte Brücke. Denk nur an all die Magie, die sie aufrecht hält. Sieh sie dir an. Und die Eulerei. Das nenne ich doch mal solide Baukunst. Flugtipps und ein Abstecher nach Hogwarts. Das ist eine tolle Führung, Everett. Das ist wirklich schön. Ich gucke zu und genieße. Aber die Brücke ist doch nicht so stabil, weil im letzten Teil von den Filmen kriegt sogar Neville Longbottom hin. Die zerstören. Oder war es Neville? Ich glaube schon, oder? Oder war es einer der Todesser? Es ist gar nicht. Geben wir schnell die Besen ab. Sinken und absteigen. Steig hier ab. Okay. Und wo waren sie beide?
Guck mal, mit der Maske. Professor, wir wollten nur noch etwas üben. Die Missachtung meiner Anweisungen hat einen erheblichen Punktabzug zur Folge. Mr. Clopton, ich bin enttäuscht von Ihnen. Sie sind in diesem Kurs, weil Sie sich selbst und Ihrem Besen nicht den gebührenden Respekt erweisen. Aber Professor... Genug! Der Unterricht ist beendet. Blöde Kuh. Und Sie sollten zukünftig an Ihrem Urteilsvermögen arbeiten. Kopf hoch. Das war recht gut geflogen. Danke. Die Sache mit Kogawa tut mir leid, aber du musst zugeben, dass sich die Aussicht gelohnt hat. Absolut, ich bereue gar nichts. Dieser Umweg war es wert, ein paar Hauspunkte zu verlieren. Du machst dich ganz gut auf dem Besen. Mit einem schicken Modell könntest du sicher Runden um Imelda fliegen. Sie ist Kogawas Liebling. Mit einem eigenen Besen könnte ich ihr einiges zeigen. Leider muss ich den Schulbesen nach dem Unterricht zurückbringen. Vielleicht sollte ich einen Besen kaufen. Ja, wenn du das kannst, würde ich auch gern. Ich empfehle einen Besuch bei Albie Weeks von Spinwitches in Hogsmeade. Er testet ständig neue Modelle. Ich werde am Himmel nach dir Ausschau halten. Ja, sehr gut. So, Unterrichtsstunde fürs Fliegen ist fertig. Herausforderung abgeschlossen. Ich schließe Hauptaufträge ab. Ach komm schon, da hätte die mir doch Level 16 geben können. Meine Güte. Zeig mal her. Herausforderungen. Aufträge. Schon 26% aller Aufträge ab. Okay. Hier. Legendäres gepanzertes Gewand. Wenn ich jetzt nochmal ab 8 abschließe. Guck mal, so viele gibt es, glaube ich, gar nicht. Also gut, schon noch einiges. Ja, die Hauptstory geht ja, glaube ich, etwa 30 Stunden oder so. Ich denke mal, hier kommen 8 und... Oder wie viele habe ich jetzt schon gemacht? 2, 6, 12. Ich denke mal, hier kommen 8 und dann kommen hier noch 10 oder 12. Denke ich jetzt mal. Nebenquests habe ich bisher 15 abgeschlossen. Okay. Oh, warte, in der Sammlung ist auch was Neues. Ja, genau, der Cosmetic, den ich freigeschaltet habe. Keine Ahnung, wann ich die... Wahrscheinlich kann ich die dann im Raum der Wünsche anpassen oder so. I don't know. Professor Sharps Aufgabe muss ich jetzt machen. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Beschaffe die Zaubertränke Maxima und Edurus. Denk mal, dafür müssen wir nach Hogsmeade gehen. Oh! Eine anspruchsvolle Liebesgespräch mit Perry Pippin. Guck mal. Der Raum der Wünsche. Oh. Aber da steht nie, was sie machen soll. Im Schatten der Krypta triff dich mit Sebastian. Es gibt Confringo als Belohnung. Ich will aber das jetzt zuerst machen. Eulenpost habe ich auch noch erhalten. Wer bist du? Perry Pippin. Benötige Unterstützung meiner Lieferung und dachte, sie wären vielleicht interessiert. Bitte besuchen Sie mich in J. Pippins Zaubertränke, wenn Sie sich ein paar Münzen verdienen möchten. Oh, da wollte ich eh hin. Wegen den anderen Tränken. Und Sebastian? Ich habe unser Abenteuer in der Bibliothek nicht vergessen. Wie ist es gelaufen? Wenn du ein paar verbotene Zauber üben willst, triff mich vorm Unterrichtsraum von Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich weiß, wo wir üben können. Okay. Das ist im Raum der Wünsche. Keine Ahnung. Schatten der Krypta. Nee, das ist das. Aber ich will zuerst nach Hogsmeade gehen. Mach mal auf die Karte. Karte von Hogsmeade. Weil da ist auch noch eine Nebenquest zum Annehmen. Ja, so ist sogar noch eine neue aufgetaucht. Okay. I like it. I like it very much. Manchmal führen alle Wege. Also, Weasley hat mir jetzt auch noch. Im siebten Stockwerk. Ich kenne da den richtigen Ort für ihre Studien. Abseits neugieriger Blicke und Ablenkungen. Ja. Yeah. Wurde das jetzt schon abgespielt? Ne, keine Ahnung. Ist es bei den Aufträgen drin oder. Ah, Professor Weasley zeigt mir den Raum der Wünsche. Okay. Sehr cool. Also, wir haben einiges noch zu tun.
Das erste, was ich jetzt aber mache, ist, Flugprüf. Kaufe einen Besen bei Spin. Guck mal, hier kommen die ganze Zeit neue Quests dazu. Holy shit. Einstellungen. Speichern. Zack. Lasst euch nicht beirren von der Spielzeit. Ich stehe natürlich immer wieder mal lange AFK rum, nachdem ich einen Part abgeschlossen habe. Ja. Auf jeden Fall war's das für heute. Denke ich jetzt mal. Neue Aufträge hat es keine gegeben. Okay. Gut. Dann haben wir es jetzt also wirklich. Ich sage danke fürs Zuschauen. Habt einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.